Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Illusion of Time. Und ich kann also kein Menü aufrufen. Da oben ist eine Seele oder weiß was auch immer das sein soll. Okay, ich muss zu der hin. Gut. Auf geht's. Well, seit Jahrhunderten habe ich schon auf dein Kommen gewartet. Was? Wer bist du? Ich träume schon seit langer Zeit. Mein Körper wurde zu... irgendwas. Sorry, ich habe zu schnell gedrückt. Tut mir leid. Ich werde dir eine andere Welt zeigen. Schließ deine Augen. Okay. Was ist das? Me City. Was ist denn das für eine Welt? Straßen? Hochhäuser? Was ist das? Das ist die neue Welt. Sie ist durch und durch grau, so wie die Statue ein Kral. Du irrst, es gibt da blaues Wasser, grüne Wälder, weiße Berge. Ich werde dich in diese Welt geleiten. Mich? In diese fremde Welt? Bäume wurden durch Gebäude ersetzt, Flüsse durch Straßen. Ganz egal, in welcher Welt die Menschen leben, wenn sie denken, dass sie froh sind, sind sie es auch. Geh nun zurück zum Kral und erlöse die Versteinerten von ihrem Schicksal. Befreie die Bewohner von ihrem grauen Schicksal. Bringe ihnen Erlösung. Okay. Und was ist jetzt mit meiner Statue? Hallo? Aus dem grellen Licht, als das grelle Licht verschwand, spürte ich, dass ich etwas sehr Wertvolles erfahren hatte. Erst jetzt merke ich, dass ich die Gorgonrose in meiner Hand hielt. Jetzt habe ich es gerade gelesen. Du hast die Gorgonrose erhalten. Gut. Und jetzt darf ich den ganzen Weg zurücklaufen. Ja, toll. Gut. Wir haben eine Gorgonrose. Ich muss versteinerte Menschen wieder zum Leben erwecken. So lautet mein Auftrag. Und hier brauche ich wieder meine coole Sonnenbrille. Zack. Und zack, die Bohne und Sonnenbrille an. Jetzt muss ich nur noch den Weg zurückfinden. Aber wir können hier herunterspringen. Und uns den Weg ein bisschen vereinfachen. So, dann gehen wir hier runter. Und laufen so schnell wie der Wind. Und wo verdammt ist meine Statue? Ich habe erst 4 Statuen. Ich habe gedacht, ich kriege eine Statue. Habe ich mich wohl geirrt. Leider. Wolltest du gerne eine Statue haben? Mami, ich will eine Statue. So. Wir konnten ja da drüben einen anderen Weg gehen, oder? Wo wir wieder zurückkommen. So ne. War das nicht hier? Ich hab gedacht, das war hier. Gut. Müssen wir durch den langen, verwirrenden Garten wieder durchgehen. Böser Garten.
Oh Mann, wie ich hier drin war. Ich habe dieses das gehasst, durch den Garten zu gehen. So. Sind wir bald da? Oder muss ich hier noch Wurzeln schlagen? Hallo? Wie weit muss ich denn noch laufen? Okay. Passage nach außen. Zack. Und wir sind draußen. Tor zu Angkor Wat. Hier haben wir die Monster das erste Mal begegnet. Und ich gehe jetzt nach Kral, um dort etwas zu erledigen oder die Statuen zu beschwören. Ja, das gehört sich so. Und wir sind in Kral. Wir kommen von Angkor Wat. Oh, die Leute sind immer noch da. Ich lernte von den Kindern ein Wort. Okay, das hörten wir schon. So, dann erlösen wir euch. Du setzt die Gorgonrose ein, doch nichts geschieht. Du berührst die Statue mit der Gorgonrose. Du berührst die Statue mit der Gorgonrose. Du berührst die... Du setzt die Gorgonrose ein, nichts geschieht. Du berührst die Statue mit der Gorgonrose. Oh, alle sind wieder da. Ich habe mich mit Zeichensprache verständigt. Die Tiere sind in den Wald zurückgekehrt. Die Bewohner jagen sie nun nicht mehr gegenseitig. Händler kamen aus einer Stadt im Nordwesten. Sie haben viele Dorfbewohner mitgenommen. Ich kann nicht glauben, dass sie die Hungersnot der Menschen ausgenutzt haben. Nee, noch nicht. Die Händler wussten, dass es hier keine Nahrung mehr gibt. Dennoch ließen sie die Kinder hier. Das ist grausam. Das Mädchen übergibt schweigend ein rotes Juwel als Belohnung. Du bist verwirrt. Die Frau dankt dir. Okay. Aber zuerst schicken wir mal das rote Juwel weg. So. Auf zur Stadt der Händler. Lass uns gehen. Gut. Neue Stadt, neues Gebiet. Und wir hören wieder die tolle Musik. Die Stadt der Händler heißt Bak. Wüstenstadt Dao. Dao, die Wüstenstadt, war unser nächstes Ziel. Das ist eine bekannte Händlerstadt, auch wenn die Stadt nicht daraus aussieht. Von diesem Sanctum gehe ich nicht raus. Du nicht, aber ich gehe schon. Hallo! Heißt es so, weil ich will? Ja. Gut. Ein Brief und einige Gepäckstücke sind von Bill und Lola für dich angekommen. Cool. Du erhältst einen Brief und das Tagebuch deines Vaters. Wow, 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 wow. Hey, da ist ein Speicherpunkt. Gut, da gehen wir gleich mal hin. Hallo Gaia, danke fürs Heilen und fürs Speichern. Dankeschön und leb wohl. So. Ein Brief von Lola und Bill.
Gleich mal lesen. Hallo Will, ich hoffe es geht dir gut. Nil erzählte uns, dass du in Dao bist. Woher weiß er, dass ich hier bin? Erzählte uns außerdem von deiner Suche. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Als ich das Gepäck deines Vaters durchsuchte, fand ich ein Tagebuch, das von einer Pyramide berichtete. Ich dachte, du könntest es gebrauchen, also schicke ich es dir. Sei vorsichtig, Will Lola. Gut. Dies ist Dao, die Wüstenstadt. Kinder sieht man hier nur selten. Wow, Gefangene! Ich glaube, er hat nicht verstanden, was ich gesagt habe, aber seine Augen... Vorsicht, das ist kein Spiel. Verschwinde von hier. Hallo? Bist du in diese Stadt gekommen, um Sklaven zu kaufen? Ich habe gerade wieder einen neuen bekommen. Nee, ich will eigentlich keine stehlen. Keinen holen, sagen wir so. So. Hey, da ist ein Mann mit Krug. Ich habe heute gute Ware im Angebot. Solche Teppiche hast du noch nie gesehen. Hey, Krug. Ja. Die Stadt ist bekannt mit Gewürze und Teppiche. Man sagt, dass die Teppiche vom Schloss Edward 40 Jahre lang geknüpft werden. In letzter Zeit haben sich einige Dinge geändert. Der neue Präsident von Rolex führt den Frieden der Händler ein. Ja, das ist sicher unser Freund und Helfer. So, ist hier irgendwas? Oh, cool, Jottes Juwel gefunden. Ja, klar. Eigentlich rotes Juwel. So, das schicken wir gleich mal weg. Das Mädchen übergibt schweigend eine Botschaft. Sie enthält das Bild eines Schakals. Ich erstaunte. Es war die Warnung des Schakals. Er lauert bereits auf mich. Oh. Böser Schakal. Okay, hier komme ich nicht weiter. Wenn ich eigentlich finden will, ist unser Freund, der Reisende. Hast du jemals Snake Panic gespielt? Ich übe es gerade. Snake Panic? Oh. Also Snake habe ich schon gespielt, aber Snake Panic? Was ist denn das? Hallo? Flötenmann? Snake Panic spielen? Ja, warum nicht? Du musst versuchen, in einer Minute möglichst viele Schlangen zu treffen. Du startest, solange du den ersten Krug berührst. Okay, zack. Oh. Hey, es sind hunderte von Schlangen. Okay, schlagen wir mal ein paar Schlangen. Hier kommt sicher wieder einer raus. Zack. Also ich versuche mich einfach hier in der Mitte. Und ja. Da bin ich schnell. Und jetzt? Eine Minute hat er gesagt. Okay. Dorthin muss ich mal eine Karte machen. Er beschwört einfach weiter Schlangen. Bekomme ich irgendwas Tolles von dir dann? Oder eher nicht? Wie lange muss ich ihn jetzt noch machen? Zeit ist um. Du hast 50 Schlangen getroffen. Versager? Hey! Ausbeuter! Ich bin der Juwelier der Reisende zwischen den Kontinenten. Ich bewahre 35 Juwelen für dich auf. Du hast über 30 Juwelen gesammelt. Laut der Liste werden nun deine dunklen Kräfte gestärkt. Es ist die mystische Kraft der Dämonen. Deine dunklen Kräfte sind stärker geworden. Drücke den Angriffsknopf erneut, nachdem du den Dark Fire eingesetzt hast. Okay, das Geheimnis, glaube ich, werden wir nicht mehr finden.
Na gut. Ich glaube, wir haben die ganze Stadt jetzt erforscht. In der nächsten Folge werden wir den Brief öffnen von... Also das Tagebuch von Wills Vater lesen. Und ja, dann sehen wir uns gemütlich hier wieder. Also Leute, wir sehen uns. Bis dann. Haut rein und ciao, ciao.